Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, deswegen kommt jetzt nur noch Resident Evil. Erstmal. Ich muss ja fertig werden bis Super Mario Bros. Wonders kommt. Aber du hast aber gerade nichts im Tune, was ich bräuchte. Aber 25.000, das kriege ich doch niemals zusammen. Duet 9 will ich nicht. Warum hast du keine Koffererweiterung? Wir haben ja hier schon ordentlich abgesucht. Und müssen bei Borghof jetzt noch die Medaillons zerstören. Wir hatten ja die Fische getötet. Gibt es eigentlich neue? Ja, geil, wenn man sich so nochmal mehr Leben ergaunern könnte. Aber so wie es aussieht. Nein. Okay. Verstehe ich. So, dann links, ja. Okay. Links. Links im Burghof stinkt's. Ah ja. Hier gab es ja die ekelhaften Hunde, die eben nicht meine Freunde waren. Und nicht der. Komm schon, hast du nichts Besseres zu tun? Oh, ich hatte. Ich. Sie hatte ich Gast. Was ist das? Was ist denn jetzt los? Hey da, ruhig. Problem ist der Typ da. Will den irgendwie loswerden. Willst du mich verarschen? Ist der jetzt gerade weggegangen? Oh, guten Tag. Da haben wir wieder absoluter Fail. Das sind die Viecher. Nennt mich den Sniper-Gott, weil ich nie was treffe. Junge, wie viel schluckt der? Könnt ihr. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ist die Todeshalle. Ich habe das Gefühl, es kommen immer wieder neue. Bis ich irgendwas mache. Bis ich ja meinen Freund töte. Wo ist denn der? Nee, Sackgasse. Da bist du.
Verpiss dich! Mundwappen. Na endlich. Dann mal weiter. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Gegner töten. Und dann haben wir es eigentlich. Golablöle. Nein. Was? Voll in die Fresse. Ich bin fast down, Alter. Ja, komm, der nimmt so viel Platz weg. Warum denn nicht? Sackgasse. Oh ne, da kommt so Riesenvieh. Komm, mach der Müll auf. Ah ne, das ist nicht so eins. Was ist denn mit meiner Muni los? Alter, hallo? Wieso schlucken die denn alle so viel? Jetzt laufe ich jetzt erstmal mit meiner Snipper rum. Oder gibt's hier Muni? Oh, endlich, Alter. Endlich, Pistol-Muni. So, aber immer noch Ausschau halten nach den blauen Medaillons. Und ja. So, wo ist das nächste? Da oben. Alle Zwinger, ich erinnere mich. Die Hundis, die mich, wo ich gesagt habe, ja, die kommen jetzt bestimmt raus und dann kamen sie raus. So, hier war nichts, okay. Der Kultistenanführer steht bestimmt wieder auf. Der macht ja so viel noch gemeinere Gegner. Gefällt mir nicht. Haben wir hier noch irgendwo Medaillons? Ganz hinten. Noch Rohstoffe liegen lassen. Man verwirr mich doch nicht so. Hey, wo war denn der Schatz hier rein? Ah, Medaillon. Ach man, ich hätte hier einfach entspannen können. Ach nee. War alles hier entspannter verlaufen. Ich nütze auch irgendwie gar keine Flashbang. Eine Schmetterlingslampe. Okay. Okay, dann haben wir alle Schätze und noch ein Medaillon fehlt. Wenn wir das haben, haben wir alles. Schießpulver. Ui. Warte mal. Habe ich Loot vergessen? Das geht doch nicht. Wo denn? Drüben. Komme ich denn da hin? Das war hier beim Kultistenanführer. Ey, da so viel Muni, ein Stiefelmesser und zweimal Flinte. Das wäre traurig gewesen, hätte ich das liegen gelassen. Oh, ist ja okay, Mann. Nein! Och, ey, da. Wollte nicht rüber. Was ist hier? Eine gute Übersicht. Perfekt. Neue Belohnung. Hier oben ist nichts. Okay. Eine Flashbang.
Die von Leon. Nee, die nicht. Die ist aber krass. Dead by Daylight. Noch mehr Loot. Geil. Durch meinen Koffer habe ich mehr Pistol-Money bekommen. Bin ja auch eher der Pistol-Typ. Weil ich immer meine gute Money nicht verschwenden möchte. Es ist irgendwie traurig, aber egal. Nee, will ich darüber? Nein. So, hier haben wir noch mal was. Schön MP-Money und Pistol-Money. So lobe ich mir das. So will ich sehen. Achso, das war hier, okay. Verirrt im Irrgarten. Naja. Ist okay. Wir haben noch einmal Rohstoff L oder S und dann müssten es alle Sachen gewesen sein. Hier haben wir nochmal Loot. Toll, ja, schön. Ich müsste mal mehr mit der MP schießen. Scheiße. Nein, du sollst Muni herstellen. Dreimal Bonus. Ja, jetzt sind wir. Ach nee, ey. Ich liebe Tetris. Es ist doch kacke wieder. Aber wir können es so machen. Okay, kann man noch was herstellen am besten? Pistol Muni vielleicht. Wir haben nochmal Rohstoffe. Ey. Kein Bonus, okay. Dafür müsste. Hier, warte mal, die passen gar nicht rein. Was macht man da jetzt? Nischt. Wir können grüne Kräutermischung herstellen. Wo die nicht so effektiv sind wie die anderen, aber machen wir trotzdem. Hier willst du mich verarschen? Wie viel willst du mir denn noch geben hier? Ich hab safe noch irgendwo was liegen lassen. Ich hasse das, wenn ich Loot verpasse. Ah, hier war ich schon. Immer irgendwo in den Ecken. Okay, hier hatte ich nichts verpasst. So, wo war denn jetzt das Rohstoff L? Da, beim Eingang. Mal so. Ich muss unbedingt mal meine Flashbangs mal wegwerfen. Die benutze ich halt nie. Traurigerweise. Nee, Alter, 4 Stück passen da drin. Ach, Mann. Kann aber auch nicht auf die 4 scheißen. Wann hat der Händler endlich wieder einen Koffer upgrade, ey? Mann. Weil hier gibt's auch noch. Echt jetzt? Naja, immerhin. Bonus. So, da hinten ist noch ein Schatz hier rein. Und wir sollten jetzt alles haben. Wenn nicht, ist mir egal. Ich werde endlich weitermachen. Der Mond. Okay, kann nicht mehr weit sein. Ja, hoffentlich. Ein Schatzilein. Ein Saphir. Ein Sapf. Ja. Naja. Gut. Weiter geht's. Guten Tag. Okay. Niemand da. Das finde ich gut. Hallo? Naja. Wir hatten gerade sehr viele Kämpfe. Einige. Wäre mir das nicht aufgefallen, dass immer mehr neue Gegner kommen, hätte ich da bestimmt noch ewig dran gesessen. Dass mir die Muni ausgegangen wäre.
Warum kann man da eigentlich springen? Unnötig. Diese Stimme. Ja, das ist bestimmt dein Freund, ne? Ein Freund, der unmöglich zu besiegende Gegner. Stimmt. Wir beide hatten ja noch eine Rechnung miteinander offen. Zweimal Schießpulver. Zweimal eins, wieso nicht zweimal zwei? Lass mich jetzt hier rein. Ja, einen Schatz übersehen. Wo denn? Achso, ne, er ist da drinnen. Gut, ich habe nichts gesagt. Zwischensequenz. Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Meint sie Luis oder Leon? Leon, meinen Rat befolgt? Ja. Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? Okay. Warum gibt's ihm eigentlich Tipps? Aber egal. Ada ist im Ada. Die versteht eh niemand so richtig. Aber Leon hat uns hier schon gut den Weg beigeballert. Ah, okay, zwei verschiedene Wege. Ich gehe hier lang, wo es Loot gibt, mal wieder. Wer hätte denn damit rechnen können? Da war Leon nicht gründlich. Hier ist irgendwo einer. Zeig dich. Wo immer du auch bist. Das war mein schöner Headshot. Probier's erst gar nicht. Immer aufpassen, dass niemand hinter meinem Rücken kommt. Jetzt mal ehrlich, was ist dein Plan? Als ob die Sense. Lol. Geil. Wusste gar nicht. Hallo, dass das geht. Oh, wie schön ich die Headshots hier verteile, Alter. Bleib liegen. Schön mal wieder leichte Gegner zu haben. Gefällt mir. Sehr. Ein Wubin. Die Hacke ist weg. Irgendwer hat sie genommen. Die Sense meine ich doch. Okay, ich glaube hier unten geht es nicht weiter. Ich muss eins wieder höher. Oder? Nee? Okay. Okay. Ah, ich guck trotzdem lieber mal oben. Nicht, dass ich da Loot verpasse. Ganz oben. Wo man runterspringen konnte. Die drei Gegner hier waren ja gar kein Problem, Alter. Denken die, ich bin zu schlecht fürs Spiel? Ja, hier kann man lang. Kann man wieder hoch? Nein, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur rennen. Warum mussten die das eigentlich auf die Scheiße
Kiste legen. Okay, man kann halt immer da lang. Nein. Nein, Ada. Und jetzt? Ist da eine Belohnung für? Hier geht's weiter? Echt unten? Nee, da ist ein Schatz. Ah, man muss halt smart vorgehen, ne? Also. Ui, und sogar zwei Gewehrmunition. Das ist doch der viel größere Schatz. Oder auch nicht. Die goldene Sanduhr hört sich schon interessant an. Na komm, Ada, wir müssen jetzt mal langsam ranhalten. Am 20. kommt Super Mario Bros. Wonders raus. Hallo, kommst du da wieder hoch? Nee, da drüben. Waren hier? Ah, okay. Oder hier. Aber. Komm da nicht mal runter. Oder hätte ich eh nicht lang gekonnt. Ja, auf jeden Fall zum Schatz. Hier unten ist es. Da geht's auf jeden Fall weiter. Das heißt, hier gibt's noch Loot. Es ist nämlich schön gelb markiert gewesen. Da sieht man das immer schön. Weil das Spiel hält uns alle für dumm. Uns Spieler. Und ja, ich muss dazu stimmen. Also bei mir zumindest. Wie oft habe ich mich gefragt, wo es lang geht? Sehr oft. Okay, hier gibt es keinen Loot, aber da gibt es einen Schatz. Die Schatulle der Pandora. Ein gelber Diamant. Nett. Blenders. Okay. Da gibt es doch bestimmt irgendwas. Im Kampf oder so. In der Präparatenkammer. Kommt doch bestimmt. Die Präparatenkammer. Irgendwann kommt doch bestimmt mein Freund wieder. Das große Insektenvieh. Blaue Schmetterling und ich habe keinen Code. Also Code mit D, nicht mit T. Isidros Aufzeichnung. April, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe ein handschriftliches Gesuch von Mendes erhalten. Er bittet mich darum, dem Diener zu vergeben, der so töricht davon lief. Aber er versteht nicht. Es geht bei dieser Sache nicht um Vergebung. Es geht um ein Vorhaben, für welches zahllose Opfer vonnöten sind. Es ist eine Ehre für all jene, die im Hoheitsgebiet unseres Herrn Ramon leben. Außerdem ist es schlicht unmöglich, dieses Ding jetzt aus seinem Körper zu entfernen. Sie injiziert ihrem Opfern einen Teil von sich selbst, manipuliert damit ihr Bewusstsein und sperrt sie in einen Albtraum. Die Wörter sind ihrem Willen unterworfen, egal wie sehr sie versuchen, ihr zu entkommen. Die einzige Methode, den Qualen ein Ende zu bereiten, ist, sie zu töten. Denn mit ihr stirbt auch das fremde Wesen im Körper des Wirts. Warum ist offensichtlich, dieses Wesen ist aus spezialisierten Zellen aufgebaut, die alleine nicht lebensfähig sind. Und dennoch scheint niemand stark genug, meine treue Gefährtin, meine Pesanta zu besiegen. Gut zu wissen. Was heißt das jetzt? Ich hab's nicht verstanden. Ist mal ehrlich. Ist hier nicht noch Loot? Warum hast du hier kein Loot dagelassen? Naja, egal. Der Kurator dieser Sammlung ist ein furchtbarer Vorgesetzter. Er überlässt die ganze Sezierarbeit mir. Selbst wenn er sich mal hier blicken lässt, glotzt er bloß seine 3 Lieblingsstücke in der immer gleichen Reihenfolge an. Und die sind nicht mal besonders. Ich weiß nicht, was er an diesen 3 Präparaten findet. Für mich sind sie jedenfalls völlig banal und nichts im Vergleich zum blauen Schmetterling, unserem mit Abstand wertvollsten Präparat. Wäre er ein guter Forscher, wüsste er das auch. Hm. Interessant. Ah. Iris. So, also. Das ist ein geiles Rätsel. Also, wir haben hier. Überkreuzen sich. Der geht hier lang. So eine Rätsel gefallen mir sehr.
Der Schädelknochen. Das hier fällt mir wirklich sehr. Ja, also der komische Schädel. Das Reptil. Dann kam er hier rein. Und den komischen Hirschkäfer. Also Reptil, Schädel und Hirschkäfer, ja? Okay. Hirschkäfer, ja. Da haben wir auf jeden Fall das Reptil noch. Für Schädel. Okay, er kommt hier rein. Also zuerst der Hirschkäfer. Dann Hirschkäfer, Schädel und Reptil. Oh, einfach falsche Reihenfolge. Was? Reptil, Schädel, Hirschkäfer? Ne, es gibt zwei Hirschkäfer. Nicht der Hirschkäfer. Der hier. Ja, jetzt. Blauer Schmetterling. Ich hasse Insekten. Außer Schmetterlinge, die sind schön. Luis. Ich hab, was du wolltest. Gut. Und ich hab hier, was du wolltest. Ah. Oh, das ist schlecht. Der Parasit reagiert auf den Stein. Das ist er also. Kein Wunder, dass Wesker ihn haben will. Beeil dich mal, Luis. Machst du deine Chemie jetzt hier oder was? Küvetta, genau abmessen. Naja. Nee, ist keine Küvette, okay. Das sollte den Parasiten vorerst lahmlegen. Philipp? Bereit? Drück die Daumen. I. Und tot. Vergiss nicht. Du bist nicht geheilt. Wir müssen das Ding immer noch aus dir rauskriegen. Es ist hier. Ah, guten Tag, Lord Settler. Ah, ne, ist nicht Lord Settler, ist sein treuester Diener wahrscheinlich. Nimm den Stein und geh. Du kannst ihn mir geben, wenn der Parasit sich beruhigt hat. Ich soll dich allein lassen? Hast du sie noch alle? Sag dir das. Ich komm klar. Du hast noch ein Versprechen einzulösen. Also gut, aber du kommst zu mir, wenn du hier fertig bist. Oh, Kapitel zu Ende, jawohl. War mal wieder interessant. Echt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber okay. Anhängsel, ja. Ich habe ganz oft auch verfehlt. Ich habe diesmal übelst viel Schaden erlitten, einmal gestorben, aber egal. Bin ich denn gestorben? Ach, am Feuer, stimmt. Ja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.